So, herzlich willkommen zu Doom Eternal, immer noch mit 12, Teil 3. Ja, ich hoffe, es wird auch der letzte Teil. Die Map ist ja nun doch ganz schön, wisst ihr was, komm, hier schließe ich mal doch. Die Map ist ja nun doch ganz schön verzwickt. Es war nicht meine Schuld, möchte ich nochmal anmerken. Die Map mag ich halt einfach nur nicht. So, du kannst bitte weg. Dankeschön. Oh, Dankeschön. Geht doch. So. Ja, in dem Sinne also. Open your tab. Und dann. Gib ihm. Boom, Headshot. So, Doom Eternal. Ich hatte es bereits in dem Clicker Hero Let's Play angesagt. Das kommt also dann nachher für euch raus. Die Folge kommt ja vor Clicker Hero öffentlich. Ich nehme sie aber danach auf. Ja, das wird erstmal die letzte Folge von Doom Eternal für diese Woche. Ne? Nicht mega. Examination Day wird es diese Woche wahrscheinlich gar nicht mehr geben, sondern ab morgen kommt ein kleines Ferienende-Special. Das heißt, ich werde ab morgen bis Samstag, also über die 5 Tage, jeden Tag quasi als Deep One, wenn man das so möchte, Vanilla Doom spielen. Ja, und zwar pro Tag eine Episode, ne? Das heißt also in den ersten 3 Tagen Episode 1 bis 3 von Doom, dann am 4. Tag die Erweiterung Ultimate Doom und am 5. Tag die neue Erweiterung Doom Siegel. So der Plan. Und danach wird es dann mit dem ganz normalen ursprünglichen Programm wieder weitergehen. Das heißt, Montag bis Donnerstag eine Doom-bezogene Aufnahme und Freitag und Samstag wieder 2 Folgen pro Tag mit Mindtest bezogene Aufnahme. Ja, ansonsten weitere Informationen Clicker Hero bezogen. Also wenn ihr wissen wollt, wie es mit Clicker Hero weitergeht, das erzähle ich in einer Clicker Hero Folge. So. Nichtsdestotrotz, ne, Doom Eternal, die Map, die von der werde ich träumen, das weiß ich jetzt schon. Okay, wir sind hier, wir waren dabei, wir müssen jetzt alle gelben Schalter drücken, soweit ich weiß, also gehen wir mal hier runter, und jetzt heißt es, alle gelben Schalter suchen. Na, Halleluja. Nummer 1, vom hoffe ich mal, dass wir nicht pro Schalter Monster kommen, aber es gibt ja noch 50 Monster, von daher bin ich mal sehr optimistisch, dass wir nicht so viel Besuch bekommen werden. Da war gerade ein Mikro-Ruckler. Whatever. So. Der Cyberdemon ist aber auch noch da, ne? Ja. Genau, jetzt war irgendein Schalter. Wow. Das muss schon alles einsammeln hier. So. Hier war ein Schalter. Oh mein Gott, wir werden den ganzen Schalter niemals wiederfinden. Vor allem die Frage ist, wie viele müssen wir jetzt finden? Müssen wir jetzt wirklich 8 Schalter finden? Weil das sind ja 8 so eine Dinger gewesen. Wenn ja, könnte man was als Bezugspunkt quasi nehmen. Wäre aber halt doch blöd, wenn wir jetzt noch 8 Schaltern suchen, obwohl es gar nicht 8 Schalter gibt. Und wir denn. What? Warum sind wir alle rein? Digga, dass sich einer einfach hinter mir teleportiert. Oh. Fällt das schon mal gut an. Ich muss aber ganz kurz, ne. Es ist. Ja, es ist mittlerweile schon 11 Uhr. In der Nacht war ein bisschen seltsam. Von daher erst jetzt die Aufnahmen. Und da scheint die Sonne schon wieder aus dem Arsch. Was mache ich denn für eine Scheiße? Von daher bin ich mal so frei und setze mal wieder die Kamera ein bisschen hoch. Gamma. Ich hoffe mal, 1,5 ist nicht zu hoch. Es ist wirklich alles gerade ganz schön weiß. mal gucken, wie sich das so spielen lässt damit. So.
Plätze? Hä? Moment mal. Bin ich hier gerade? Ach, wow, ich habe nur das Fenster geöffnet. Ha! Dann ist das natürlich einmal so hier. Dankeschön. Ja, jetzt wollte ich gerade was anderes spielen. Ne? Ich spiele privat auch noch Doom. So, das ist das Richtige. Danke dafür. So. Okay. So, jetzt erkennt man doch schon wieder ein bisschen mehr. Also ich zumindest. Ihr seid mir scheißegal. Achso, halt, fette Leute. What? Was zur Hölle? Ihr habt jetzt gerade wahrscheinlich nicht gesehen, aber GZ Doom hat wahrscheinlich gerade meinen Gamma-Wert überschrieben. Ich habe wieder normale Gamma-Korrektur, also normale Gamma-Werte. Seit wann macht GZ Doom sowas? Okay. Ne? Dann machen wir mal hier ein kleines Skript. Was GZ Doom kann, kann ich auch. Oh, ja, ich hab das. Danke. So. Jetzt wird alle halbe Sekunde der Gamma-Wert wieder auf 1,5 geprügelt, egal was GZ Doom macht. Seit wann macht GZ Doom sowas? Okay, jetzt habe ich aber auch alle halbe Sekunde einen Mikro-Ruckler. Danke dafür. Dann ändern wir es mal auf alle 50. Wow, 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 wow. Ach, ups, war die falsche Variable. Digga! Ich sehe es hier gerade nur noch weiß bei mir. Nee, Gamma-Wert von 5 brauche ich nicht, sondern bitte alle 5 Sekunden. Das da. 1, 2, 3, 4. Na komm, geht doch. Oh, wow, Alter, Gamma-Wert von 5, ey. Boah. Wo ist jetzt hier mein. Ach komm. Danke. Okay. Jürgen. Gibt es irgendwo harte Munition? Damit ich mal, beziehungsweise ich versuche erstmal die ganzen anderen Monster da hinten umzulegen. Ich will jetzt nämlich nicht eine von diesen Schachteln hier einsammeln. Und fehlt nämlich gerade mal 60 scharfe Munition. Aha. So, na dann. Was? Nein, 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 nicht rumteleportieren. Ich dachte, ihr kommt hier raus. So zum Beispiel. Okay, warum sind jetzt die anderen hin teleportiert? Einer ist da. Ja, das war nicht sehr schön. Oh, komm her. Was? Ich dachte, der Streifschuss gerade hat dafür gereicht, dass ich bloß noch einmal nachschießen muss, aber... Okay. Tja, wo sind jetzt die ganzen anderen? Ich weiß auch nicht, wie viele da original drin waren. Und da hoffe ich einfach mal, wir haben jetzt alle. Gut, dann geht es jetzt in den Raum, wo uns gerade die Baron of Hell überrascht haben. Ich hoffe, wie sie heißen so. Ich verwechsel immer Baron of Hell und Hell Knight. Ja, der weiß ich immer nicht, wer ist. Genau. Leck mich! Ah, dieses ganze Munitionsumgedöns, danke. So. Halt, da. So, schon nach jedem Schalter erstmal speichern. Damit ich auch, nach Neuland überhaupt nicht mehr weiß, welche Schalter wir jetzt schon hatten und welche nicht. Quick Save, ja. So, und dann heißt es jetzt wieder ganz schnell raus und zum Start der Map.
So, und zwar versuche ich mal, genau, ganz am Anfang damit zu gehen. Da war ja auch direkt am Anfang dieser gelbe Schalter. Ach, da haben sie sich hin teleportiert. Na, schau mal an. Oh, wow! Das war doch wohl so. Boah, Alter, da wird mich ver... Ah, ach, Scheiße. Ich bin gefickt. Na, kommt her. Kommt her, kommt her, kommt her. Mistgeburt da. Bist kaputt da. Vollidiot. So, hier ist nichts, ne? Ne, wäre auch zu schön gewesen, aber von hier aus kann ich da schießen, oder auch nicht. Was für eine Verschwendung ich hier gerade mache. So, okay, erstmal hier zu Fernschusswaffen, hätten wir irgendwo ein Imp. Da hinten, da ist er. Na komm. Geht doch. Muerto, Toto. Universitätskrankenhaus. Oh, Alter, apropos Japan, ey. Oh, ey. Nee, ich will darüber nicht wirklich erzählen. Also für die, die es noch nicht wissen, für den ist das wahrscheinlich auch egal, weil für die, die es relevant ist, die wissen davon definitiv bereit. Ja, die Tragödie in Japan. Ich weiß nicht. Also ich sag mal so, der 18.07. wird für neuer, wird ein neuer persönlicher schwärzester Tag. Na, wie gesagt. Die, die wissen, was ich meine, die wissen es bereits. Und für die, die nicht wissen, was ich meine. Die können entweder googeln, was am 18.07., also am 18. Juli 2019 geschah in Japan. Und entweder können sie damit was anfangen oder nicht. Und wie gesagt, für die, die es sowieso noch nicht wissen, es ist ja mittlerweile, wenn ihr diese Folge seht, schon weit mehr als 2 Wochen her, dann könnt ihr damit eh nichts anfangen. Auf jeden Fall, Kyoani, mein Herz ist bei euch. Ne? So, das soll uns hier aber erstmal nicht weiter kümmern. Ich denke halt die ganze Zeit dran. Aber ich glaube mal, das würde wohl hier. Ah, du Scheiße. Nein, 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 nein. Boah, Alter. Are you fucking kidding me? Digga. Och, nee, da ist ja noch einer. Ihr seid doch bekloppt. Ihr seid doch sowas von bekloppt. Ihr seid doch krank. Ihr seid doch. Ja, komm mal her. Okay, ich glaube, ich kann ihn da hinten. Von da hinten raus. Löschen. Oh, der kommt natürlich zu mir. Na komm. Da ist noch einer. Na komm. Was machst du denn da hinten, Junge? Trab an. Hier gibt Kaffee und Kuchen. Nein. Digga, scheiße. Oh, leck mich doch am Arsch, Mann. Alter, ernsthaft? Ja, fick deine kleine Henne. Mann! Nani, oh my war! Wo bin ich hier? Ah, klar, wir haben das Ding gar nicht gespeichert. Ach komm, ey. Ist doch hier nicht mehr euer Ernst. Ja, ist ja gut. Wie viel Leben haben wir denn noch? 100! Wie kann ich denn dieser kleine Ficker hier 100 Leben abziehen? Ja, hier ist aber der rote Typ drinne. Oh Mann, oh, ich komme nicht mehr raus. Hilfe. Muss ich mich doch erstmal allen stellen, die hier drinne sind. Ach Gott, damn it. Na kommt mal, Mädels. Na kommt, danke. Ist noch einer? Mann, falsche Waffen. Oh, fick deine Oma. Da, ey, ich krieg hier andauernd die falschen Waffen. Danke. Gott! So. Du bitte sterben. Ach, leck mich doch. Helfer gibt es natürlich keine mehr. Das heißt, wir sind dem Tode geweiht. Danke dafür.
Ne, hier gibt's keine Lifehacks mehr. Na komm. Na, hier ist noch eins. Hallo! Excuse me! Princess! Hallo? Hä, haben wir die schon? Keine Ahnung. Digga, von wo denn? Ach, hier drinnen! Gott! Oh, gleich wieder nachfüllen hier. Alter, ich bin nur noch am Leben nachfüllen. Was? Warum da drinnen? Ey, ich hab eure Mutter gefickt. Lass mich doch mal raus hier. Junge! Dieses ganze Rumteleportieren, das ist mir hart auf den Sack. Bitte. Oh Mann, nee. Och nee, komm, komm, ja, komm, 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 danke. Ja, das wird ein langes Level. Hab ich so das Gefühl. Da kann ich doch aufrennen. Ja, das war klar. Gut, muss ich erstmal rauslocken, damit ich raus kann. Damit ich irgendwie, keine Ahnung. Lasst mir meine Träume. So. Danke. Speichern. Und jetzt fickt euch, ich verschwinde hier. Das wird mir gerade alles ein bisschen zu Heavy Metal. Alter, dass wir schon mal rumteleportieren müssen. Gerade der Raum hier. Alter, wie beknallt ist das denn? Ja, leck mich halt. So. Jetzt kommt her. Wow, 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 wow. Alter, dieser scheiß Imp. Imps sind teils gefährlicher als die Kakodemon, weil die halt, ja. Oh, scheiße, Mann. Also zumindest in Kombination, wenn beide zusammen so agieren, weil die beide aus verschiedenen Ebenen schießen, muss ich deswegen schlecht auf beides konzentrieren. Kann ich stumm halten. Danke. So, noch mehr Kakodemon. Ich sehe keine. Dann kommt jetzt ihr dran. Was? Oh, komm, leck mich doch hier. Warm. Warm. So. Also, jetzt kommst du dran, mein Freund. Oh Mann, jetzt. Warum teleportiert sich andere Leute rein? Das ist weder fair, noch macht das Spaß, noch kriegt ihr mich mal. Fick deine Oma. So, ich bin raus. Tschüss. So, jetzt haben wir 3 von hoffentlich 8. Komm halt her, Mädel. Oh. Holy moly, so gab's hier fast? Nee, ne? Ja. Damit haben wir schon mal 2 von 4. Achso, siehst du, mal gucken, ob da hinten noch ein gelber Schalter war. Ich glaube nämlich ja, ich weiß es nur nicht. Ich muss, glaube ich, dafür nach oben. Eben, hier gab es nämlich keinen gelben Schalter. Dann geht man nochmal nach oben. Da lang. So, und hier, glaube ich, war. Das ist ein gelber Schach, du meinst. Das ist immer, dass ich wieder gegen habe. Ich habe das so schon aufgeräumt. Ja, genau, da hinten war ein gelber Schalter. Ja, da geht schon wieder was runter. Oh mein Gott. Das kann heftig werden. Wo denn?
Nein, 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 nein! Hinter mir war gerade was. Ich bin gerade stecken geblieben. Ach, na schau mal an. Ach, da! Easy! So, nimm mal dich, dankeschön. Okay, mehr war ja nicht. Jetzt haben wir also schon 4 von 8. Ich habe mittlerweile schon vergessen, wie viele Schätze wir gedrückt haben. Aber müssen wir jetzt, glaube ich, 4 von 8 haben, ne? Ich habe das selber auch keine Ahnung. Lass mich doch alle in Ruhe. So, gehen wir jetzt mal zur anderen Seite. Mal gucken, ob da noch gelbe Schalter sind, waren. Slash whatever. Okay, hier war soweit nichts. Ah, hier war ja dieses super duper nice Secret. Wie war das nochmal? Wir mussten hier drücken, ne? Genau, jetzt so und jetzt hier wieder zurück. Ja. Dank dem Imp haben wir es natürlich nicht geschafft. Ach komm jetzt. Ja komm, mach ne. Komm, geh zu. Boah. Easy. Oder auch nicht. Achso, Raketenwerfer. Ich hatte schon etwas Sinnvolles. Naja, Raketen können wir zumindest gerade gebrauchen. Da haben wir ganz schön viel verbraucht. Ich weiß gar nicht mehr für was. Den Cyber Demon haben wir ja noch nicht erledigt. Der ist ja noch da. Ach klar, für die ganzen Archvials. Oder? Nee, die haben wir doch mit einer Super Shotgun erledigt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir eine ganze Menge Rockets verbraucht. Raketen, ne? So, die Frage ist, was jetzt? Da oben kommt man nicht ran. Ist da jemand? Ich höre doch hier wieder jemand. Ach ja, hier drinnen. Nummer Uno, diese Lost Souls, wenn die sich auch noch immer rumteleportieren, sagen die haben ja auch keine Cooldown-Time, kein Nichts, sobald sie sich teleportiert haben, könnt ihr sofort losschießen. Das geht einem schon ganz schön hart auf den Sack. So von, ach du Scheiße, da war ja was. Nein, warum? Scheiße, Mann, die erste haben wir so schön ausgewischt und jetzt bleiben wir wieder genau bei der gleichen Falle hängen. So, die Sache ist, es gab noch mehr Revenants. Wo waren die? Einer war hier. Nee, war er nicht. Die war noch draußen, oder? So, gucken wir uns mal hier um, ob hier noch irgendwelche Schalter waren. Ach, hier war das mit dem Cyber Demon. Nee, da mussten wir doch hier lang. Also nicht hier, wobei hier können wir auch mal vorbeischauen. Ich gucke aber erstmal. Oh, Alter, schon wieder Gamma-Wert runtergesetzt. Aber dank meinem Skript auch gleich wieder hochgesetzt. Was war das hier? War ja auch ein gelber Schalter. Boah, Alter, dieses ganze Suchen hier. Ja, hier war auch ein gelber Schalter. Was? Blackmate. Wo ist er? Ach ja, weil das, wo wir da oben gelaufen sind. Okay, also hier haben wir auch schon mal einen gelben Schalter. Wo hat sich der Typ jetzt hin teleportiert? Boah, dass sie sich immer alle rumteleportieren müssen, das macht mich gaga. Wir haben noch 20 Gegner, aber ich fühle mich hier gerade wie, als wenn die Map gerade erst angefangen hätte. Hat sich uns ja garantiert irgendwo im Weg teleportiert oder teleportiert sich dann in unseren Weg. So, das hier dürfen wir nicht vergessen am Ende der Map. Die Raketen nehme ich mal jetzt schon alle mit. Einfach, weil wir gerade ein Defizit haben. Und ich hoffe, ich denke daran, das Ding hier noch mitzunehmen am Ende.
Wenn nicht, dann erkläre ich mich selber einfach für Strotum. So, jetzt gehen wir mal hier unten rein. War hier... Ach, na, schon mal jetzt her. Egal, wie viel... Oh, Alter, wie viel hätten jetzt aus? Schon mehr als 4 Schüsse? Willst du mich verarschen? Aber kann sein, dass ich hier seinen Kopf nicht erreiche, oder was? Ach komm, leck mich doch. Nee, du musst erstmal in freier Wildbahn. Dadurch, dass der Typ größer ist als die Gänge und sein Kopf praktisch in der Decke verschwindet, kann ich ihm scheinbar keinen Headshot mehr verpassen. Was ist denn das für ein Bullshit? Oh, die ist auch noch nicey dicey. Dann ist das Ding aufgegangen. Hm. Ah, du. Mistgeburt, einmal antragen bitte. So, ich muss immer warten, bis hier aus diesen kleinen Gängen raus ist und in diesen größeren Gängen drin ist. So zum Beispiel. Hey, na, hier war ich doch bereits. Egal. Ja, okay. Ist ein Ding, was immer wieder zugeht. Na gut. Okay, also. Versuchen wir mal den nächsten Stellen schalten. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 5 von 8. Ne? Kann aber auch sein, dass ich mich total dumm verzähle. Wäre ich das erste Mal. Wobei, in dem Let's Play schon. Weil die mussten wir bisher nicht zählen. So, hier war auch noch ein Schalter. Das war klar. Ja, da bin ich auf beiden Seiten. Alter. Dieses Rind teleportiert einem. Wenn sie sich wenigstens so in die Gänge rein teleportieren würden. Okay, aber nein, immer genau 1 Meter vor einem. Ist doch nicht mehr normal hier. Vor allem immer gleich von beiden Seiten. Digga, wie willst du da bitte schon reagieren können? Antwort ist gar nicht. Spitze. Oh, Alter, jetzt habe ich nicht mal mehr einen Headshot hier. So, 6 von 8. Boah. So, war das drüben noch was? Ich glaube mal eher weniger. Nee, sieht nicht so aus. Unten ist auch gerade Ruhe. Das ist sehr schön. Können wir hier einfach runtergehen? So, das heißt, wir müssen noch mindestens 2 Schalter deaktivieren. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Gucken wir mal, was hier noch abgeht. Da war ja, glaube ich, auch noch einer. Und vor allem, die sind natürlich auch nicht in der Map markiert, ne? Ist natürlich richtig schön so Port bei. Ja, da ist noch einer. Okay. Jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch einen haben. Gehen wir mal hier lang. Gucken, ob hier irgendwas ist. Glaube ich, ja. Nee, nicht. Doch, da hinten ist. Ah, nee, das Gitter. Ist nicht das, was ich gesucht habe. Gut. Bei den Raketen sind wir mittlerweile auch wieder voll. Sehr schön. Okay, also mindestens ein Schalter fehlt noch. Wenn nicht sogar. Wie gesagt, ich glaube, ich habe mich bei der 3 und bei der 4 verzählt. Das heißt, es könnte sogar sein, dass wir noch 2 Schalter haben. Aber wir haben halt mindestens noch einen Schalter. Wir müssen also noch ein bisschen suchen. Und die ganzen Schalter, an die ich mich erinnern kann, die haben wir jetzt schon alle. Tja, da kann ich nur sagen, zum Glück, weil da schon wieder eine Dreiviertel. Boah. Ey, eigentlich habe ich gleich von Anfang an gesagt, das wird ein Dreiteiler. Das ist ja hier abartig mit der Länge. Vor allem, wir dürfen ja wieder ein paar Mal neu laden, ne? Heißt also, wir haben schon fast eine Stunde wieder. Oder wenn nicht sogar schon mehr. Ist ja nicht so prickelnd. Und wir haben immer noch 18 Gegner. So, gehen wir nochmal dahin. So, da unten waren wir bereits. War hier noch was? Nein. Gut, wir gehen mal in den Raum nochmal rein. Ach ja, hier oben war ja noch was. Ich erinnere mich. Hier. Was? Wie konnte ich dich hier nicht treffen? Meine Fresse.
Er war so nah und doch so fern. Ich glaube, ich hab ihn gern. Bitte töte mich. So. Okay, jetzt gucken wir mal, jetzt gehen wir mal wieder in den Raum rein und gucken mal, ob wir jetzt schon alles haben, weil wenn ich richtig gezählt habe, haben wir jetzt 8 von 8 und wenn ich falsch gezählt habe, haben wir halt 7 von 8. Sieht gut aus. Holy moly, wir haben alle. Ach. Ah, ich dachte, die Dinger gehen runter, aber nein, das Ding geht hoch. Okay. Yeah, wir haben alle 8 Schalter. Nicey dicey. Oh. Das ist nicht der Secret. War das schon immer da? Oder habe ich den Schalter bisher einfach übersehen? Wir müssen mal mehr auf so eine komischen Baumschalter hier gucken. Die übersieht man voll leicht. Vor allem bei diesen Texturen, die sowieso schon überall sind, da fällt die eher weniger auf. Ne? So, da ist er. Jetzt kommt the question of the question. Ja, ich kann wieder raus. Sehr schön. Nicey dicey. Und damit können wir jetzt irgendwo in eine gelbe Tür rein. Oder einen gelben Schalter drücken. Ach klar, klar, genau. Da bei dem Fiber Demon. Da war ja was. Die Sache ist, wenn das wirklich schon das Ziel ist, dann muss ich natürlich vorher nochmal die gelbe, wunderweiße Perle einsammeln. Da haben wir mittlerweile 2 zur Auswahl. Und wir haben auch noch 18 Gegner. Es könnten also irgendwo noch Monster auf uns lauern. Wie zum Beispiel der Cyber Demon. Es könnten aber auch noch 18 Cyber Demon kommen. Ach, hier teleportiert er sich rum. Okay. Gut, hier ist er was. Was du haben willst, kannst du auch haben. Hä? Teleportiert sich öfters rum als mir. Oh, Alter, wie willst du denn die Waffe einsetzen? Hä? Och, leck mich doch. Ich muss erstmal viel dafür sorgen, dass er an einem Ort bleibt, damit ich die Plasmawaffe überhaupt auch einsetzen kann. Also hier die BFG. Weil wenn er sich die ganze Zeit rum teleportiert, ich versuche ihn mal hier zu halten. Na? Ich glaube mal, hier kriege ich ihn am ehesten. Ja, ist ja gut jetzt. Ich sterbe so hart. Oh Mann, ey. Das gibt's doch gar nicht. Er will sterben. Vor allem, wie man sieht, war das noch nicht direkt das Ende, sondern da kommt definitiv noch was. Die Frage ist halt nur, was. Alter, kann er da durchschießen oder was? Ja, er kann da durchschießen. Das hier sind nur so eine aufgelegte Textur. Diese Bögen sind nicht solide. Das heißt, ich kann diese Bögen quasi einmal wegrechnen. Boah, Alter, das ist doch gar nicht. Ja, komm, leck mich doch. Alter, nee, du. Jetzt wird ja mal unfairer hier. Hä? Da kann ich nichts drücken? Warum auch immer? Da war wieder so ein Baumschalter. Jetzt renn doch mal. Gibt es in dem Raum aber auch keine Rüstung, ne? Ist mal wieder sehr nett. Wir müssen also erstmal eine von diesen beiden blauen Kugeln, von diesen weißen Kugeln da holen. Was hat denn da? Und die anderen müssen wir dann dafür benutzen für nach dem Cyber Demon. Alter, bin ich jetzt schon wieder. Ich bin schon wieder komplett falsch. Halt, stopp. Wo geht's zum Cyber Demon? Da.
Läuft das gut? Ich habe keine Ahnung, ich sehe nichts. Wer teleportiert sich rum? Hoffentlich dasselbe niemand. Wie viel hatten der noch? Irgendwas mit 700, ne? Von wie viel? Ja, Mann, Alter. 700 von 5000. Okay. Das war's. Aus Ende. Finito. Kann ich jetzt hier wieder ein bisschen Munition einsammeln? So, bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Ich nehme mal meine Shotgun, weil von der haben wir ja noch am meisten Munition rumliegen in der Map. Ja. Kann ich auch noch nicht drücken. Ach, muss ich gegenschießen? Ah, oh wow. Kommen wir da möglichst schnell raus? Ja, wir kommen da möglichst schnell raus. Das heißt, ich muss... Weil wir haben Lust noch 50-50, ne? Also... Digga, wieso? Boy. Und jetzt? Ah, jetzt müssen wir uns auch rumteleportieren lassen. Das ist auch nicht der falsche Raum. Okay, hier geht's lang. Ja, und jetzt? Ach du Scheiße. Wir werden hart sterben. Schon mal, wo ich jetzt nur noch 50%, 14%, 13% Leben habe. Wir werden hart sterben. Mano. Okay, also erstmal hier. Digga, warum brauche ich jetzt drei Schüsse? Oh. Ich zieh doch direkt auf seinen Kopf. Kann er mir bitte den Kopf zumachen? Ja, leck mich doch. Gut, wir müssen ihn erstmal rausholen. Geht doch. Och nö, ne? Der teleportiert sich auch noch überall rum. Ja, ne, keine Chance. Mann, ey, was ist denn das für Müll? Oh. Nee. Mit zwei Schüssen kriege ich ihn nicht und drei Schüsse schaffe ich nicht. So, damit haben wir Geschichte geschrieben. Okay, jetzt kommt der Spider-Mastermind. Na, auf den freue ich mich ja schon richtig. Ja, am effektivsten wäre bei ihm vielleicht auch, dass hier die Sache ist, wir werden uns wahrscheinlich oft rum teleportieren müssen. Was an sich kein Problem ist, weil es ist ja relativ leicht gelöst, rum teleportieren. Moment, habe ich mich gerade verguckt oder war der da schon die ganze Zeit? Die steht da schon bereit. Okay. Ach, der Raum hier ist es. Okay.
Der stirbt halt. Komm, so viel hast du doch gar nicht mehr. Geht doch. Alter, meine Fresse. Oh, wir sind komplett out of ammo bei der Schrotflintmunition. Eigentlich gibt es davon noch eine ganze Menge. Ja. Die erste gibt es zum Beispiel direkt da drinnen. Wo war die? Die war einmal hier. Und das war's auch schon. Okay. Boah, Alter. Wie kommt jetzt hier wieder raus? Ach, gar nicht. Ich komme nur hier durch. Ach, leck mich doch. Also können wir die nicht nehmen. Wir müssen uns also woanders umschauen. Aber wie gesagt, in der Map liegt noch genug rum. Ich hoffe nur, dass es hier in der Zeit nicht noch mehr Viecher reinspawnen überall. Das wäre nämlich dann nicht mehr so schön. Gut, dann sammeln wir mal ein bisschen hier. Kommst du denn schon wieder her? Ja komm, Alter. Feierabend hier. Dankeschön. Numero uno. Ich weiß halt nicht mehr, wo hier was rumliegt. Hier was rum? Jawoll. So, gleich mal nachladen hier, ne? So, nächster halt, jawoll. Naja, von dem, von der Schrotflintmunition liegt da zum Glück echt eine ganze Menge rum. Da bin ich ein bisschen, jetzt gerade ein bisschen froh drüber. Ich meine, wir hätten es bei der Mastermind auch mit der BFG erledigen können. Das Problem ist, die BFG braucht halt eine lange Zeit zum Laden. Und bei dem ganzen Ausweichen, weil Spider Mastermind ist halt, da kommst du halt nur mit Ausweichen voran. Weil die hat halt, ist halt Hitwana. Von daher BFG eher eine schlechte Wahl. Wenn du halt auf so einem engen Raum arbeitest und nicht gut ausweichen kannst. Und ja, mit der Plasma sowieso gar keine Chance, weil die viel zu schwach ist. Im Vergleich zu dem, wie schnell du sie loswerden musst. Ne? Das hätte ich aber doch schon gerne hier noch ein bisschen. Schrotflintenmunition. Wo war denn die überall? Da würde ich mal sagen, wir rennen erstmal raus aus dem Gebäude hier, weil draußen am Anfang der Map, da war auf jeden Fall noch eine ganze Menge Schrotflintmunition. Da war noch richtig as fuck. So, hier war bloß scharfe Munition. Hier war gar keine Schrotflintmunition. Doch! Hier war auch bloß scharfe Munition, ne? Ne, nur Plasma. Ja, und die scharfe Munition haben wir gerade eingesammelt. Ah! Okay, komm, den rennen wir mal raus. Und ich weiß auch immer noch nicht, wo das Ende der Map ist. Ob das jetzt quasi das Ende war oder whatever. Weil wir haben einen Schalter gedrückt, aber die Frage ist, was hat dieser Schalter gemacht? Ich gehe mal nochmal rein und gucke mich hier mal um. Aber ich sehe hier halt nichts. Ach, okay, doch. Wir müssen also nochmal durch die Scheiße hier durch. Gibt's doch gar nicht, Alter. Oh Mann, ey. Wer findet denn so einen Dreck? Ach, Eminischen. Ach, genau, falsche Richtung gerannt. Mann, ey, mach doch mal, warum hab ich mich gedreht? Stopp, halt. Wo bin ich gerade? Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Jetzt habe ich wieder eine Ahnung. Oh. Diese Map, ne, die ist schon ganz schön, ich will jetzt nicht sagen fordernd, aber doch herausfordernd. So, bitte lass irgendwo noch Schrotflintmunition sein. Na gut, gehen wir erstmal raus. Weil wie gesagt, draußen war auf jeden Fall, hier drinnen war auch noch irgendwo scharf und da. Scharfe Munition war schon. Schrotflintmunition natürlich. So, dreimal brauchen wir noch. Zweimal. Und die kriegen wir ja draußen definitiv zusammen.
Einmal da. Danke. Und einmal da. Danke. So. Sehr gut. Jetzt haben wir also alles an Munition zusammen. Wenn jetzt noch mehr Gegner kommen sollten, machen wir die mit der Plasma weg. Weil davon haben wir nämlich jetzt definitiv am meisten rumliegen überall. Und einfache Gegner kriegen wir mit der Plasma-Waffe locker weg. Die Sache ist, wir müssen erstmal hier wieder raus. Das heißt, ich gehe mal nochmal hier hin, hole jetzt die weiße Kugel. Speicher vorher. Weil ich ja, wie gesagt, nicht weiß, ob da noch mehr Gegner kommen. Weil es sind immer noch 11 Gegner in der Map. Und ja, die teleportieren sich halt gerne rein. Na komm. So. Okay. Und hier ist es jetzt Augen zu und durch. Na komm, ich schaff's doch auch ohne Schmerz zu bekommen, oder? Digga, immer am letzten Stück. Und jetzt geht hier auch andauernd der Gamma-Wert hoch und wieder runter. Mach mich geht's ja du nicht mehr, oder was? Oh, Alter. Komm, wir haben 3 Leben verloren jetzt. Leck mich mal am Arsch. Ich will aber mit vollem Leben beenden. Haben wir noch für Health Pack? Was ich hier gerade tue, ist so dumm. Na komm, ab ins Ziel. Meine ordentliche Waffe ausführen. Dankeschön. Okay, sehr schön. Okay, die Map war definitiv interessant. The Portal of Eternal Doom 2 cannot be used by the living. Aber warum Eternal Doom 2? Ich bin noch von Eternal Doom 1. Oh, das ist wieder so eine Minimap. Now following the way of the birth. Now following the burning feet. Now following the way of exploding fist. Kann das sein, dass das hier offiziell das Ende ist? Nö. Geht weiter bis Level 30, 31, sogar bis Level 32. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war ein ganz geiles Ende für die... Wir sind doch gerade mal bei Map 13. Da kommt noch eine ganze Menge. Ja, siehst du, dann war es doch genau richtig. Wie gesagt, war auch erstmal das letzte für die Woche. Also quasi auch die einzige Aufnahme für die Woche. ja, und ab morgen kommt dann Doom. Das wird spaßig. Ich gucke mal in der Zwischenzeit, welchen Sourcepod ich nehme, wie ich ihn konfiguriere, damit es am Doom am Vanilla-likesten ist. Denn soll er hier kein Competit sein, also ich werde jetzt nicht. Weil Crispy Doom und Vanilla Doom könnte ich benutzen. Wäre vielleicht wirklich die Idee. Andererseits. Na, mal gucken. Wie gesagt, werdet ihr ja sehen, was ab. Ja, doch, was ab morgen kommt. In dem Sinne, wir haben hier etwa gespeichert, hoffe ich. Ja. Vor allem, wie auch der gesamte Raum wieder Secret ist. Wow. Lass mal. Gut, nee, in dem Sinne, schau mit V. Und dann sehen wir uns denn dann wieder, wenn es denn heißt, mein Gamma-Wert ist zu hoch. Danke. Ja, in dem Sinne würde ich nochmal sagen, schau mit V. Und sehen wir uns ab morgen zu kompletten, ja, Durchspielen von Doom bis hin zu Ultimate Doom und Doom Sigil. In dem Sinne, schau mit V.